Servus Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Ich sitze nachts im Busch und beobachte Maschinenwesen. Ja, und natürlich zu Horizon Zero Dawn. Aber ja, wir machen eben straight weiter. Schnell das kleine Tutorial. Kommen wir bis zu dem Vieh hin? Nö. Zu dem da so auch nicht. Wie komme ich denn jetzt unentdeckt weiter? Da hat sich noch nichts Neues angesiedelt. Das ist alles hinüber. Ich finde, teilweise passt die Musik hier nicht so ganz rein. So dieses, was wir gerade eben gehört haben. Teilweise passt das irgendwie nicht. Ist zu, weiß ich nicht. Wie nennt sich das? Dummstepp? So, mal gucken, ob ich den erwische. Ja. Zack. Ich komme hier raus. So, ja. Und komm auf. Oh, ist auch direkt hinüber. Ist ja ein Traum. So, jetzt kommt die andere Maschine, glaube ich, gleich rüber getapert. Der verwüstende Kollege hier. Wenn er blöd ist, macht er das. Dann muss er erstmal gucken, was hier gerade in die Luft geflogen ist, wa? Kommt er rüber? Oder glotzt er nur dumm? Ich glaube, der glotzt nur dumm. Kann ich mich da irgendwo verstecken? Oh, da sehe ich gerade was. Blinkt da hinten was auf, was ich auslesen kann? Kommt der her? Hm. Eine Maschine müsste ich noch erwischen. Ich kann mich entspannen. Ja? Kannst du das? Warte. Jetzt kannst du das. Hauptsache, der kommt hier nicht gleich rübergerannt. Dann hätten wir wieder ein mucho grande Problem. Ich habe schon lange keine mehr von diesen Kackvögeln hier gesehen. Wo ist das Mistvieh jetzt? Da rennt er rum. So hoch da, schnell alles einsammeln. Und dann war da doch tatsächlich noch was zum Lesen. Das ist, ich finde es immer wieder schön, wenn wir eine Aufnahme mit Lesen beginnen. Das ist immer ein Traum. Textdatenbank Welt. Diesmal eine Textnachricht und keine Werbung. Das ist ja immer was ganz Schönes. Von Theresa oder Theresa Sanders an Sarah Peterson. Betreff dein Geschenk. Hi Sarah, ich wollte mich für dein Geschenk bedanken, aber aus anderen Gründen, als du denkst. Erinnern wir uns. Ich sagte dir, dass ich mich für diese Schlacht verpflichten und kämpfen müsse, dass es feige sei, es nicht zu tun. Daraufhin hast du mich als illoyal beschimpft und für mehrere Tage vor die Tür gesetzt. Also hielt ich Wort, falls du dich erinnerst. Ich war diejenige in dieser Beziehung, die Wort gehalten hat und verpflichtete mich. Wusste ich, dass ich dich zurücklasse? Ja. Habe ich mich schlecht deswegen gefühlt? Ja. Dann, 2 Tage nach Beginn der Grundausbildung, kam ein Paket von dir. Ich mache es auf. Es ist ein Geschenk drin. Was für ein Geschenk? Ein ausgestopfter Fuchs. Ein ausgestopfter Fuchs? Ist das ein Witz? Nein. Kein Witz. Am besagten Fuchs ist eine Nachricht befestigt. Was steht drin? Steht da tatsächlich drin? Tut mir leid, Schatzi. Mich fuchsen gerade ein paar persönliche Probleme. Ja, leider muss ich dir mitteilen, dass genau das da drin steht. Als ob das, was immer das sein soll, dein Verhalten erklären oder entschuldigen könnte. Und darum will ich mich bei dir bedanken. Im Gespräch mit anderen Rekruten, die von ihren Partnerinnen und Partnern erzählt haben, begann ich, uns durch eine rosarote Brille zu sehen. Ich fragte mich sogar, ob meine Entscheidung falsch war. Aber dieses Paket und sein Inhalt, das war ein Schlag, der mir die Augen geöffnet hat. Es hat alle Zweifel ausgeräumt. Du bist ein totaler Schwachkopf, Sarah. Eine dumpfe, hirnlose Idiotin. Wenn ich die Wahl hätte, gegen Killerroboter zu kämpfen oder noch einen Tag mit dir zu verbringen, Süße, die Entscheidung wäre mehr als leicht. Melde dich nie wieder bei mir. Theresa. Was? Habe ich was nicht mitbekommen? Also, warte mal. Die Theresa hat sich verpflichtet, weil sie gegen diese Maschinen kämpfen will. Und daraufhin hat die ihre Freundin, die Sarah, sie vor die Tür gesetzt. Und behauptet, sie sei illoyal. Illoyal ihr gegenüber? Und heißt es nicht unloyal? Oder, ach, keine Ahnung, wie das heißt. Loyal. So. Hat sie jedenfalls dann vor die Tür gesetzt und bezeichnet und zu ihr gesagt, sie wäre ihr gegenüber nicht loyal. Und sie hat sich trotz allem verpflichtet und bekommt dann irgendwann ein Paket von Sarah mit einem ausgestopften Fuchs, wo drinne steht, mit einer Nachricht dran, dass es ihr leid tut und
dass sie gerade ein paar persönliche Probleme fuchsen. Sollte wahrscheinlich so eine Art witzige Entschuldigung sein. Und daraufhin ist die Theresa wohl völlig durchgegangen und ist dann der Meinung, dass ihre Freundin eine dumpfe, hirnlose Idiotin ist und sie sich nie wieder bei ihr melden soll. Ich frage mich gerade, wer von beiden der wirkliche Schwachkopf ist. Aber hey, wer bin ich, dass ich darüber urteilen kann? Ich bin ja nur der Mechaniker. Mehr aber auch nicht. So, ich brauche noch ein Maschinelein. Dass ich mal eben... Wo muss ich jetzt hin? Wieso? Hä? Ach so, ich frage mich gerade, warum keine Quest mehr markiert ist. Weil ich doof bin wahrscheinlich. Hier will ich erstmal hin. In diese Richtung. Da hier ja gerade aktuell kein Läufer mehr unterwegs ist. Da wir die ja gerade spontan ausgerottet haben. Zumindest hier in diesem Areal, aber die kommen ja eh gleich wieder. So, wir müssen da oben müssen wir hin. Da wurde nämlich Ersa getötet und Erend möchte gerne wissen von wem. Und da Erend guter Freund mittlerweile ist, helfen ihm natürlich. Weil das machen Freunde normal. Wir haben ja auch von unserem Fokus erzählt, von daher wir vertrauen ihm. Was ist denn jetzt schon wieder? Was will er denn jetzt? Hat er keine Hobbys oder was? Was ist los mit dir, Junge? Scheiß Mistkröte. Hier, schenke ich dir. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade... So, warte. Eine neue Quest auswählen. Halt, wo war die denn? Immer da. Sprengschleuder. Maschinen mit Näherungsbomben. Können wir mal machen. Das sind die. Die hier hinten werden wieder aktiv gerade, ne? Oh, nicht gut. Wo willst du hin, Junge? Bleib doch hier! Dämliches Scheißvieh. Jetzt haut der ab, Alter. Ich glaub das nicht. Haut er echt ab? Was ist los mit dem? Oh, nicht gut. Jetzt stehen die da alle und warten. Ganz toll. Oh, die spawnen die Granaten irgendwann. War wohl nicht so schlau. Lasst mich. Was ist das denn da? Kollege, meinst du, ich sehe dich nicht oder was? Was ist hier los? Was ist das denn da? Was ist das denn? Hä? Ein Lanzenhorn? Da steht ein Typ drauf. Irrend. Was? 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 Wie? Was? Wieso? Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Ja, aber was?
Und was leuchtet da hinten so rot? Und ich will doch dahin. Hä? Ist das ein Bug? Was ist da denn kaputt? Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Dann ist auch irgendwas aktiv. Ernst, er steckt in der Klemme. Wo? Was haben wir denn hier? Ja, Ehren. Ja, klar, der steckt in der Klemme. Willst du mich verarschen? Der steht auf einem scheiß Lanzenhorn. Ich mach das gleich. Ich würde nur vorher gerne speichern, wenn es nicht zu viele Umstände macht. Ich glaube, jetzt sieht das schon mal anders aus. Ah, guck mal hier, der hat sich geresettet. So, wollen wir gucken, dass wir den kleinen Mongo da mal ausschalten. Ein Lanzenhorn hat er schon erledigt. Für später. Naja, schreie nicht rum. Wo ist denn der? Da oben. Ach, der steht auf dem Berg drauf. Ich dachte, der steht auf dem Lanzenhorn drauf, Junge. Hier. Eins. Komm ich bis da hinten? Nee, ne? So vielleicht? Oh, die ist in der Luft gedespawnt oder was? Das ist ja toll. Irgendwie hinter dieses Vieh kommen, ohne von was anderem vorher gefressen zu werden. Noch sieht er mich nicht. So. Kratze ihn gar nicht. Das ist ja schön. Hallo? Muss das eine sein oder was? Doch, der steht doch auf dem Scheißvieh drauf. Ach Leute. Was ist denn da los? Nicht, dass der Erin jetzt gleich drauf geht, Alter. Wenn ich dem Vieh da einen vor den Latz baller. Das wäre ja blöd. Sieht er mich? Nö, ne? Vielleicht sollte ich ihm vorher so eine reinscheppern. Und dann mit der Ernährungsbombe. Was war das? Ein Lanzenhorn, ne? War da nicht noch irgendwas mit dem Lanzenhorn im Quest-Dingens-Tutorial? Nein. Hier, feuere mit Eispfeilen auf Kühlsaftbehälter. Oder mit Schockpfeilen auf Energiezellen. Eispfeile auf Kühlsaftbehälter. Warte mal. Dafür brauche ich auch wieder den Kriegsbogen. Das wird jetzt ein bisschen frickeliger werden. Mit Eispfeilen auf Kühlsaftbehälter. Eispfeil? Was ist denn hier der Kühlsaftbehälter? Das Ding da hinten oder was? Das ist der Eisbehälter. Hä? Körper? Bohrhörner? Ist das Kühlsaft oder was? Kann ich... Nee.
Ich würde weggehen. Das wäre geschafft. Danke für die Hilfe. Kein Problem. Warum auch immer auf dem Vieh drauf stand. Wahrscheinlich hat er gerade... Komm her, lass uns reden. Hey, ja, schrei mir nicht an, Junge. Ich arbeite hier noch an Dingen. Muss mal alles einsammeln, was ich hier gerade abgeflücht habe. Komm jetzt, worauf wartest du? Etwas Vorrat. Schrei bitte nicht so rum. Da werde ich aggressiv von. Willst du nicht reden? Nein. Sehe ich so aus? Bin ich so der Typ, der redet. Also als Maul. Penner. Stehst hier auch so ein Lanzenhorn rum. Hey, im Ernst, wir müssen reden. Ja. Bist du sauer, wenn ich jetzt weggehe? Ich würde gerne nochmal speichern. War hier nicht irgendwo gerade irgendwo irgendwas? Irgendwie was? Wo? Haben wir zufällig irgendwo eine Heilpflanze rumfliegen? Hier zum Beispiel. Das sieht heilerig aus. Das nehme ich mit. War aber eine Brennwurzel. Natürlich. Warte, da ist noch eine. Ich komme gleich. Schrei mich nicht an. Bitte schrei mich nicht an. Ich bin sensibel. Zack. Ich habe nämlich kaum noch was. Nur ein Plus. Und da wäre auch noch was. Okay, das nehmen wir natürlich gerne mit. Brauche ich nicht noch was vom Fuchs? Bleib hier. Muss ich so auch mal wieder ein paar mehr Tiere erledigen zwischendurch. Aus Gründen. Aber ich muss sagen, es geht eigentlich tatsächlich. Tutorialmäßig lässt sich eigentlich gut durcharbeiten. Wenn man das mal eben schnell in einem Zug macht. Oder nebenbei so immer mit, ne? Mal so ein bisschen drauf achtet, wenn man so ein Tierareal mal eben durchqueren muss und dafür alle Tiere ausrotten muss. Beziehungsweise alle Maschinen. Dann geht das wohl. Hey. Was machst du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm. Aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Und was ist dann ein unnormaler Tag? Können wir loslegen? Geht's dir wirklich gut? Tja, ich bin nüchtern, also nein. Wow, immerhin kannst du klar denken. Gewöhn dich nicht daran. Na, wir bleiben schön nüchtern und dann passt das schon. Alkohol nix gut für Gehirnfunktion. Dann Gehirn nix Funktion. Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein, ich hatte zu viel getrunken. Vielleicht dachte sie, verdammt, ich weiß es nicht. Dass ich es nicht packe. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schattenkaja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Die Schattenkaja sind Tiere. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es tut mir so leid, Erend. Ja, tja. Wenn ich diese Schufte finde, wird es ihnen auch leid tun. Also jetzt, wo er sagte, sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen konnte. Bist du dir sicher, dass es Ersa war? Und du hast keine Ahnung, warum sie mitten in der Nacht aufbrach? Nein. Doch es war bestimmt dringend. Eine Nachricht, Neuigkeiten über die Schattenkaja, ich weiß nicht. Na gut. Warum haben die Schattenkaja das getan? Weil sie uns hassen und Ersa am meisten. Zusammen mit Avad hat sie sie aus Meridian gejagt. 2 Jahre haben sie ihre Wunden geleckt. Und jetzt haben sie sich an ihr gerecht. Na gut. Zeig mir, wo Ersa fiel und ich versuche dir zu helfen. Dann komm, folge mir. Genau, erstmal einmal im Kreis drehen, um die Orientierung zu verlieren. Folge Irind. Ich folge Irind.
Warte, bevor ich ihren weiterfolge, möchte ich gerne wissen, was brauche ich denn noch so für Beutelchen? Fuchsknochen, Kaninchenknochen und Waschbiberhaut, weil da rannte nämlich gerade ein Kaninchen rum. Mist. Jetzt. Stirb! Verdammte Axt. Wo ist er? Achso, da. Er wartet sehnsüchtig auf mich. Ich lasse es mal so auf den zum Jagen. Da oben. Waren wir da schon? Was wollte Ersa bloß hier draußen? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Und hier ist auch irgendwas. Was ist das denn da? Das ist nicht eingezeichnet. Aber das da ist eingezeichnet. Mal gespannt, wo wir jetzt hingehen. Ist das Schatten-Kaja-Gebiet? Nein, sie brachen die Waffenruhe sofort, als sie in die Kluft kamen. Das heißt, hier gibt es gleich aufs Maul? Was hast du eigentlich für eine geile Waffe, Alter? Voll der Hammer. Waffe ist voll der Hammer, Junge. Da hinten. Was denn? Ich war das nicht. Wo denn? Hier sieht es auch sehr hinterhältig aus, muss ich sagen. Hier ist es. Hier war der Überfall. Unsere Soldaten haben alles abgesucht, aber vielleicht findet dein Artefakt noch einen Hinweis. Bitte. Ich muss diese Mistkerle finden. Ja, okay. Geht sofort los. Muss erst Dinge einsammeln. Da sind Wagenspuren. Die Wand hier sieht irgendwie nicht natürlich aus. Gib mir das. So. Jetzt kann ich gucken, mal lieber Freund. Kann ich eigentlich noch mit dir reden? Dinge erfahren, bevor ich jetzt hier rumscanne? Hier haben wir Ersa gefunden. Hier ist sie von diesen Teufeln erschlagen worden. Ich hätte hier mit ihr kämpfen sollen. Dann mal weiter. Danke. Jo, kein Problem. Ich check das mal aus hier. Bin nämlich der Auschecker. Was ist das? Das muss eine Rüstung der Schattenkaja sein. Untersuche den Helm. Ein Speer der Schattenkaja. Untersuche den Speer. Diese Blutflecken sind keine Lache, wie sie sich um eine Leiche bilden würde. Da liegen Pfeile. Hier wurde etwas gezogen. Seltsam. Kein einziger Kratzer. Das ist nicht zufällig gestellt worden? Gut geschärft. Er war nie im Einsatz. Sie sind verschmiert. Wo waren die Pfeile? Oder hier? Ja. Sie sehen aus wie neu. Sie wurden nie abgefeuert. Nur im Boden gerammt wahrscheinlich, wa? Das sieht alles sehr gestellt aus hier. Wurde hier jemand weggezerrt? Hast du was entdeckt? Das Blut formt eine Linie, als ob es von etwas heruntergetropft wäre, wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkaja das tun? Im Moment bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkaja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein. Tja, die Spuren werden es zeigen. Detective Aloy im Einsatz.
Und die Wagenspuren habe ich ja schon vorher gesehen. Die gehen nämlich da hinten sehr auffällig durch die Gegend. Die gehen hier durchs Gezuppel. R1, so war das. Spur markieren. Zwischendurch können wir noch ein paar Kräuter einsammeln. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wer die umgelegt hat. Vielleicht sind die doch tot. Oder aber Ersa war es selber, um unterzutauchen. Oder vielleicht ist Ersa ja auch ein Schattenkaja. Wer weiß das schon so genau? Was ist denn da drüben los? Ach, so noch hier. So ein oller Kackvogel da wieder. Lagerfeuer. Ach, da oben. Kann ich gleich mal speichern. Ach, muss ich eh lang. Okay. Interessant. Interessant. Auf jeden Fall interessant. Ist schon mal eine gute Nebenquest. Ich bin interessiert. Mysterien über Mysterien. Hase? Halt! Komm her! Sie wollten Ersa tot sehen. Jetzt habe ich dich. Warum dieser Aufwand? Da steckt mehr dahinter. Und wir finden es heraus. Ich hauptsächlich. Ach, guck mal hier. Hier ist doch... Ja, genau. Eine ruinierte Stadt. Ehemals Stadt. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwelche Zeichnungen an der Wand gesehen. Habe ich mich vertäuscht? Okay. Da leuchtet es lila. Was ist das? Alte Trümmer. Okay, hier gibt es aber nichts anscheinend. Und ja, was hier genau abgeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Hoha, bin ich ein Arsch. Ich weiß. Ja, Freunde, vielen Dank fürs dabei sein und fürs Zuschauen. Bis zum bitteren Ende. Und bis zum morgigen Tage. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss.